Ein denkwürdiges Ereignis in der schweizerischen Armeegeschichte. Die erste Mirage ist aus Frankreich in der Schweiz eingetroffen. Ein Fallschirm bremst die Landegeschwindigkeit von 320 Kilometern. Vor 3 Jahren hat bekanntlich die Arbeitsgruppe für militärische Flugzeugbeschaffung den französischen Hochleistungsjäger, der doppelte Schallgeschwindigkeit erreicht, allen anderen ausländischen Anwärtern vorgezogen. Für unsere Fliegertruppe hat damit eine neue Ära begonnen. Und wenn auch für die 100 bestellten Maschinen namhafte Nachtragskredite nötig sind, die noch viel zu reden geben werden, so ist doch Bundesrat Schode eine große Sorge los. Wenn auch noch nicht bezahlt, sind sie nun doch wenigstens in Griffnähe.